Ja, willkommen auf dem YouTube-Kanal von Permanent. Mein Name ist Dirk Linn, nun 11. Woche Homeoffice. Diese Woche war relativ ruhig, aber mit guten Informationen über unsere Zahlen. Wir hatten erst ursprünglich gedacht, dass wir im Mai unsere Zahlen nicht erreichen werden. Im Moment sieht es so aus, dass einige von unseren Großkunden Service wieder abrufen und gerade die digitalen Umsetzungen pushen. Das merken wir natürlich ganz stark auch im Markt bei den Bewerbern, weil wir bekommen nicht nur viele Kundenanfragen für die digitalen Prozesse umzusetzen, sondern wir haben noch viele Bewerbungen, die jetzt eintrudeln. Anscheinend haben die Bewerber nicht mehr so viele offene Stellen. Man sieht seine Jobbörsen, es geht wirklich deutlich runter, die offenen Stellen. Und wenn man mal reinschaut, ist es ja auch so, dass die Bewerber einen anderen Markt vorfinden. Die Prozesse dauern auch teilweise länger, die Mitarbeiter in den Unternehmen sind nicht so gut aufgestellt, viele haben noch kein Bewerbermanagementsystem, vielleicht immer noch über Hauspost, über E-Mails, und das dauert natürlich länger, was natürlich zu Verunsicherung führt. Genauso gibt es jetzt die Möglichkeiten, dass Unternehmen immer mehr Richtung Video-Interviews gehen. Wir haben bei Rexia, ich habe es vorgestellt, den Partner Cameo, den wir bei uns integrieren können. Das heißt, wir brauchen gar nicht mehr ein Präsenzinterview zu führen, sondern wir können auch dieses Interview auf die Ferne führen. Also es ändern sich einige Spielregeln, aber wir merken ganz stark, dass die Unternehmen in digitale Prozesse rein investieren. Und das tun wir übrigens auch. Ihr habt ja die letzten 11 Wochen oder 10 Wochen bei uns mitbekommen, dass wir alles umgebaut haben. Wir haben auch auf der Seite GoToStage, ich zeige mal kurz den Umbau, hier eine Plattform geschaffen. Das sind von GoToWebinar ein entsprechender Kanal, den wir aufgebaut haben für Rex Talent Management. Und wir haben zurzeit 60 Webinare dort. Die sind alle kostenlos übrigens. Das geht los von Kurzarbeit managen, was ein Teil ja ist, den ein Teil von Ihnen betrifft. Wir haben das ganze Thema Bewerbermanagement, wie ist es auf eine digitale Plattform. In dem Fall alle diese Webinare drehen sich um das Rex-System, wie Sie es aufbauen können. Wir haben Dinge wie Skill-Management, wir haben Performance-Appraisals, wir haben Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen. Also die gesamte Bandbreite von Themen aus dem HR-Bereich. Und wir zeigen ganz konkret dort, in denen circa zwischen 30 Minuten und das längste Webinar ist, glaube ich, 70 Minuten, in dieser Zeit mit der Software ganz konkret, wie diese Möglichkeiten aussehen können, wenn Sie mit Rex die Einführung der Software vornehmen. Natürlich richtet sich diese Webinarreihe auch an Bestandskunden von Rex, logischerweise, die vielleicht ein neues Modul dazu packen wollen oder vielleicht ein bisschen tiefer reingehen in zum Beispiel Themen wie die Startseite aufbauen, suchen und finden und solche Dinge. Also ist immer was dabei, was vielleicht auch für Kunden, die schon länger mit Rex arbeiten, interessant ist. Wie Sie wissen, entwickelt sich das System ja immer weiter. Ja, ansonsten, diese Woche, ich war gerade in der Stadt gewesen, in Paderborn, man merkt schon, es ist eine Öffnung da, es ist auch ein Pfingstreiseverkehr. Wir haben jetzt gerade Pfingstsonntag, den wir auf den Straßen beobachten, und es gibt viele Menschen, die auch sich unvernünftig verhalten, wo zum Beispiel der Kontakt, der Abstand gar nicht mehr so eine Rolle spielt. Ich war gestern ein Brötchen einkaufen und komischerweise war gerade ein Arzt und Pfleger, ein Pärchen hinten dran, die aus dem Krankenhaus kamen, geben sie mir gar keine Distanz aufgebaut. Die waren vielleicht einen halben Meter hinter mir, haben sich die ganze Zeit unterhalten über wirklich interne Themen im Krankenhaus. Ich konnte es ganz genau mit verfolgen, ohne Mundschutz, ohne alles. Also manchmal hat man da wirklich Profis, die sehr, sehr, ja, für mich zumindest, sich nicht besonders gut verhalten, weil es auch kein gutes Zeichen in der Allgemeinheit ist. Aber es gibt auch Menschen, die abends zum Beispiel auch keine Kontaktlisten ausfüllen oder falsche Namen angeben, wo sie sagen, ich gebe meine Daten nicht bei, wollen trotzdem die Freiheiten haben, aber dann trotzdem sich nicht an die Spielregeln halten. Also ich plädiere dafür, dass wir das Privatleben entsprechend so aufbauen, dass kein Menschen zu mehr Schaden kommen muss, als es wirklich von der Krankheit, von dem Verlauf her sein muss. Dass wir uns langsam öffnen, ich bin voll dafür. Wir merken auch, unsere Firmen öffnen sich immer weiter. Ich war auch diese Woche wieder bei einer Firma vor Ort, werde nächste Woche wieder einen Tag vor Ort sein. Wir haben eine total weitgehende Bestuhlung, also viele Zwischenräume sind weg. Es gibt kein Catering und alle diese Dinge sind auf ein Minimum runtergefahren. Ich merke auch schon bei einigen Kunden, die jetzt auf Hold leben, die Kurzarbeit noch haben, die aber sich langsam löst. Viele Kunden rufen an, die jetzt ein gestopptes Projekt haben oder ein ausgesetztes Projekt, die sagen, im Juli spätestens geht es weiter, und die Digitalisierung lässt sich auch nicht
aufhalten. Ansonsten hatten wir letzte Woche am Donnerstag auch ein Webinar oder eine Diskussion gehabt, Paulas Welt. Es gab eine fiktive junge Dame, Paula, die ist auf dem Sprung zur Führungskraft. Und wir haben zusammen mit Professor Stefan Buchhester, mit Holger Ringel und Dr. Melanie Hasenbein und mir diskutiert. Das war mit über 20 Teilnehmern in 90 Minuten wirklich stabil dabei geblieben. Das heißt wohl, dass das Thema doch sehr interessant war. Eine rege Diskussion gehabt. Wir haben Impulse reingegeben und die Teilnehmer konnten sich mit Kamera, mit Ton reinschalten und auch konkrete Fragen stellen. Und dieses Format werden wir weiter ausbauen. Ich denke, wir werden noch mehr Diskussionen haben in der Zukunft, noch weniger Input geben, noch mehr an Fragen zulassen. Aber 90 Minuten ist, glaube ich, auch das Format, was wir nicht überschreiten sollten. Ja, ansonsten sehen Sie, wir gehen ganz stark nach vorne mit Digitalisierung. Ich habe auch wieder übrigens wieder einige Termine vor Ort. Demnächst reise ich wieder nach Jena und wir haben noch wieder Termine vor Ort am größeren Kreis von vielleicht 5, 6, 7 Leuten. Aber auch dort ist wichtig, dass die Abstands- und die Hygienemaßnahmen alle eingehalten werden. Aber es geht nach vorne. Uns geht es weiter gut. Unsere Zahlen im Mai haben wir auch knapp erreicht. Das heißt, wir sind weiter kostendeckend, gucken positiv nach vorne, haben ein tolles Team, bei dem ich mich nochmal bedanke, einen tollen Partner mit Rex Systems und mit ZEST, die beide wirklich innovative Dinge haben, die uns auch wirklich helfen dabei und vor allen Dingen auch Ihnen helfen im täglichen Einsatz. Ja, nächste Woche, kurze Woche, 4 Tage nur. Ich melde mich wieder am nächsten Sonntag. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis bald wieder. Ihr Dirk Lehne und das Team von Permanent. Dankeschön.